Wenn man zur Miete wohnt, dann ist das zwar für den Geldbeutel meistens die etwas entspanntere Variante. Probleme bringt aber auch das Mietverhältnis zwischen Mieter und Vermieter. Und viele Mieter wissen gar nicht, was ihre Rechten und was ihre Pflichten sind. Und wir haben uns ein bisschen den Wohnungsmarkt in Duisburg angeschaut und einmal für Sie die wichtigsten Elemente zusammengefasst. Mit rund 500.000 Einwohnern ist die Stadt Duisburg die westlichste Großstadt des Ruhrgebiets und ein Oberzentrum des Niederrheins. Im Landesvergleich weist Duisburg einen höheren Anteil von Ein- und Zwei-Personen-Haushalten auf, während die Altersstruktur der des Landes entspricht. Seit 2011 gewann Duisburg im Schnitt 750 Einwohner pro Jahr dazu, was überwiegend auf einen positiven Wanderungssaldo zurückzuführen ist. Bis 2035 wird die Stadt gemäß aktuellen Prognosen noch ca. 40.500 Einwohner verlieren. Auch für die Haushalte wird im gleichen Zeitraum ein Rückgang um rund 9.100 Einheiten prognostiziert. Damit ist langfristig mit einer abnehmenden Wohnungsnachfrage in Duisburg zu rechnen. Schuld daran könnte aber auch ein verhaltenes Interesse am Wohnungsmarkt sein. Die Mieten und Preise am Duisburger Wohnungsmarkt sind in den vergangenen Jahren überwiegend gestiegen. Ausschlaggebend für die Preisdynamik ist neben Eigennutzern das Interesse von Kapitalanlegern, die in Immobilien investieren. Die gestiegenen Preise resultieren aber auch aus dem allgemeinen Anstieg der Baukosten. Im Mietsegment liegen die Neubaumieten bei durchschnittlich 7,90 Euro pro Quadratmeter. In guten Lagen sind bis zu 9,50 Euro realistisch. Bestandsmieten belaufen sich auf durchschnittlich 5,50 Euro pro Quadratmeter und erreichen im Maximum mittlerweile 8 Euro. Die Wohnungsmieten sind seit 2005 mit plus 22% im Neubau bzw. plus 10% im Bestand angestiegen. Ja, und wir wollen noch ein bisschen auf den aktuellen Wohnungsmarkt in Duisburg blicken. Und dazu begrüße ich Frau Herzberg an meiner Seite. Sie ist Anwältin. Frau Herzberg, schön, dass Sie bei uns sind. Ich glaube, wir können heute einiges an Aufklärungsarbeit leisten. Gerade Mieter wissen auch, glaube ich, häufig nicht, was ihre Rechte sind, teils auch ihre Pflichten. Wie schätzen Sie denn aktuell den Wohnungsmarkt hier bei uns in Duisburg ein? Wir haben ja gerade schon einen kleinen Einblick bekommen. Ja, danke für die Einladung erstmal vorab. Bei uns in Duisburg ist der Wohnungsmarkt doch sehr bewegt. Wir haben es mit ganz unterschiedlichen Vermietern zu tun, Wohnungsgenossenschaften, der GEBAG, der kommunalen Wohnungsbaugesellschaft, aber auch mit vielen ausländischen Investoren. Und das führt sicherlich bei vielen Mieterinnen und Mietern zu erheblichen Unsicherheiten, wenn es darum geht, ein Eigentümer, der neu ins Spiel kommt, bin ich verpflichtet, zum Beispiel einen neuen Mietvertrag zu unterzeichnen? Was wird sich ändern zum Thema Instandhaltung, Reparaturen? Was kommt bei den Nebenkosten vielleicht noch Zusätzliches auf mich zu? Das sind viele Fragen, die die Mieter umtreiben. Sie sind ja Fachanwältin für Miet- und Wohnungseigentumsrecht. Mit welchen Fällen haben Sie denn so auch konkret tagtäglich zu tun, wo sich auch so die Problematik vom Duisburger Wohnungsmarkt vielleicht sogar widerspiegelt? Oh, die Fälle sind sehr bunt und gemischt. Da ist alles dabei. Da geht es häufig manchmal um Wohnungsmängel. Denken wir nur an die kalten Jahreszeiten. Dieses Jahr war es ja doch sehr kalt. Bis hin in den März hatten wir manchmal bei Vermietern auch mit Heizungstotalausfällen zu tun, mit Schimmel an den Wänden. Ja, die Betriebskosten sind ein Dauerbrenner-Thema. Die betragen in der Regel häufig schon 2,50 Euro, 3 Euro den Quadratmeter. Nicht zu Unrecht, sagt der Deutsche Mieterbund, die Nebenkosten sind häufig wirklich die zweite Miete. Jetzt ist ja auch gerade so ein Dauerbrenner-Thema, was viele Menschen beschäftigt, wenn sie in einer Wohnung wohnen und sie haben diese Wohnung unrenoviert übergeben bekommen. Muss ich dann als Mieter die Wohnung renoviert übergeben oder kann die unrenoviert bleiben? Ja, das ist auch ein Dauerthema. Wie habe ich eigentlich eine Wohnung zu übergeben, wenn das Mietverhältnis endet? Da hat uns der Bundesgerichtshof in Karlsruhe seit 2004 ganz viele Entscheidungen an die Hand gegeben, wie man Mietverträge auszulegen hat. Da kommt es häufig auf die jeweiligen Formulierungen an. Ein entscheidendes Urteil bekamen wir im März 2015. Da hat der Bundesgerichtshof klargestellt, wenn die Wohnung unrenoviert war bei Anmietung, dann muss ich den Nachweis über die Durchführung von Schönheitsreparaturen nicht unbedingt führen.
Wie sieht es denn jetzt aus in dem Fall, wenn ein Mietverhältnis begrenzt ist? Also wenn ich jetzt einen Mietvertrag unterschreibe, in dem ein Vermieter festsetzt, man muss mindestens 2 Jahre in dieser Mietswohnung wohnen bleiben. Darf der das einfach so? Ja, es gibt gesetzliche Möglichkeiten, Mietverhältnisse miteinander zu befristen. In der Regel sollte das Mietverhältnis unbefristet sein, denn dann kann der Mieter leicht innerhalb von 3 Monaten das Vertragsverhältnis kündigen. Ich glaube, das Leben ist manchmal doch viel zu bunt und zu aufregend und kann von der einen Sekunde in die nächste Überraschung für sich bereithalten, dass ich Mietern immer raten würde, Vorsicht vor solchen befristeten Verträgen. Mhm. Vor Abschluss so eines Vertrages, den bitte prüfen. Aber auch selbst wenn ich ihn unterzeichnet habe mit einer Befristung, ruhig mal einen Anwalt prüfen lassen, ob der überhaupt wirksam ist. Denn wenn sich dort kein Befristungsgrund angegeben findet, ist der Vertrag vielleicht gar nicht gültig. Hm. Und ich habe doch die Chance, früher aus dem Mietverhältnis zu kommen. Ist wahrscheinlich aber auch immer so eine sehr individuelle Geschichte, ne? Das ist wahrscheinlich auch von Fall zu Fall ganz unterschiedlich. Ja, auf jeden Fall. Wir müssen immer hier bedenken, die meisten Verträge sind ja, wir sagen Juristen, sogenannte Formularmietverträge, die ja meistens vorgedruckt sind, die der Vermieter dem Mieter einfach vorlegt zur Unterzeichnung. Und insofern haben die meisten Menschen miteinander keine individuellen Verträge oder Absprachen getroffen. Mhm. Insofern findet dort das sogenannte AGB-Recht Anwendung und dann ist es uns auch manchmal möglich, Angeln zu finden, die dann vielleicht Klauseln, die ungünstig sind für den Mieter, auch ausheben zu können. Frau Herzberg, wir haben ja eben schon ein bisschen über den Duisburger Wohnungsmarkt gesprochen. Nun ist es ja hier bei uns auch so im Ruhrgebiet, dass viele Häuser auch kernsaniert werden. Bedeutet, wenn dann Menschen da einziehen und das Mietverhältnis endet vielleicht auch irgendwann. Wie sieht es denn aus, wenn ein Haus kernsaniert ist und es fallen dann Mängel beispielsweise auf? Ja, eine Kernsanierung ist ja eine sehr umfängliche Modernisierung, muss man schon sagen. Und der Gesetzgeber hat sehr strenge Anforderungen daran gesetzt, wie der Vermieter zum Beispiel eine Modernisierung ankündigen muss. Dann muss der Mieter in der Regel auch erstmal für sich selber prüfen, bin ich denn überhaupt verpflichtet, sowas zu dulden? Ja. Ja, der Mieter kann auch Hintergründe geltend machen, wenn er zum Beispiel besonders krank ist oder alt oder ihm diese umfänglichen Sanierungsarbeiten gar nicht mehr zumutbar sind, dann kann er denen vielleicht auch widersprechen. Mhm. Ja, und wenn Mängel zutage treten, dann sollte der Mieter sich immer unverzüglich an den Vermieter wenden und seine Rechte geltend machen. Mhm. Der Mieter kann ja die Miete herabsetzen, mindern. Oder sogar die Miete zurückbehalten, um noch weiteren Druck auszuüben, wenn der Vermieter die Mängel nicht beseitigt. Mhm. Gibt es denn da so eine Art Statistik, Katalog, in dem Mieter auch nachschauen können, bei den und den Mängeln kann ich so und so viel Prozent der Miete mildern? Weil ich jetzt als Mieterin wüsste gar nicht, bei welchen Mängeln darf ich denn überhaupt wie viel Miete einbehalten? Ja, Sie werden lachen. Es gibt tatsächlich ein Buch eines Gelsenkirchener Richters namens Herrn Dr. Börstinghaus, der eine sogenannte Minderungstabelle herausgegeben hat. Okay. Das Buch kann man kaufen. Mhm. Und da hat er sich die Mühe gemacht, bundesweite Rechtsprechung aufzulisten zu Mängeln wie Heizungsausfall oder Rattenbefall oder Schimmel an den Wänden. Und da stehen dann auch in der Regel Prozente von Minderungsmöglichkeiten dahinter mit den entsprechenden Urteilen, die man dann auch zitieren kann. Nur hilft mir das ja in Duisburg nicht, wenn ich ein schönes Urteil vielleicht aus Berlin zitiere. Hier sollte man immer gucken, wie ist die örtliche Rechtsprechung, wie sehen unsere Richter am Niederrhein das, ja. Insbesondere wie sieht das Landgericht Duisburg das. Und dann muss man je nach Einzelfall gucken, wie hoch ist denn die Wohnwertbeeinträchtigung. Mhm. Und danach bemesse ich die Minderung. Ein Thema, was ja auch so ein Dauerbrenner ist, ist ja dieses tolle Wort Schönheitsreparaturen. Was fällt denn alles darunter? Was sind denn Schönheitsreparaturen? Also die typischen Schönheitsreparaturen sind auch gesetzlich definiert. Ja, das ist das Tapezieren und Streichen der Wände. Es gibt da sogar noch in der Betriebskostenverordnung die Definition, wonach man auch das Kalken noch mit aufgenommen hatte. Das sind ja ganz alte Begriffe, die wir heute so nicht mehr verwenden.
Aber das Streichen und Tapezieren ist eine typische Schönheitsreparatur. Das Lackieren der Türen und Heizkörper oder auch vielleicht noch der Fensterrahmen, wenn es sich noch um Holzfenster handelt. Das wären die typischen Schönheitsreparaturen, die Mieter, wenn denn vertraglich vereinbart, selber durchführen müssten. Ist das denn dann auch so, dass der Vermieter mir das in Rechnung stellen kann? Grundsätzlich ist erstmal vom gesetzlichen Leitbild der Vermieter für alle Reparaturen verantwortlich. Mhm. Und nur dann, wenn der Mieter in dem Vertrag diese Arbeiten aufgebürdet bekommen hat, muss der Mieter sie durchführen. Häufig entsteht ja der Streit nach Beendigung des Vertragsverhältnisses und dann ist wirklich genau zu prüfen, war der Mieter verpflichtet, diese Arbeiten durchzuführen? Wenn ja und hat er das nicht gemacht, klar, dann kann natürlich der Vermieter einen Maler beauftragen, zum Beispiel die Arbeiten durchzuführen und diese Kosten dem Mieter in Rechnung stellen oder schlimmstenfalls auch der Kaution in Abzug bringen. Frau Herzberg, das war ein sehr interessantes Gespräch mit Ihnen und ich glaube, dass wir den Menschen einige Fragen zu Hause beantworten konnten. Ich bedanke mich sehr, dass Sie bei uns waren. Vielen Dank. Gerne.